So Leute, geht gleich los. Ich muss hier noch ein paar Einstellungen machen. Ist nicht einfach. Erstmal alles Ton aus, sonst hört er mich doppelt. Mal gucken, ob beide Kanäle jetzt online sind. So, ich bin live, das ist schon mal gut. 8 Leute warten hier drauf. So, dann bin ich mal gespannt, ob das dann hier gleich auch läuft alles. Ich muss jetzt einmal dahin gucken, einmal hier hingucken. Okay, hier muss ich glaube ich die Linse noch ein bisschen sauber machen. Das sieht mir ein bisschen wie verdreckt aus, die Frontlinse. Ja, sieht doch viel besser aus. So, mal gucken, da sind 23 Leute, hier sind noch 7 Leute. Ich muss jetzt mal gucken, welches jetzt Busfahrschule ist und welches links ist. Ah, da vorne ist mein Haupt- und der hier ist Busfahrschule. Ja, sowas gibt es auch ganz selten. Aber bei Mehmet Uy ist ja alles möglich. Das wisst ihr ja mittlerweile. So, Jeffrey kann mir mal eben kurz sagen, ob Ton und so alles gut ist. Ob soweit alles in Ordnung ist. Bei dem einen sind jetzt nur noch 0 Leute drin. Die gehen wohl alle da drauf. Aber egal. Was momentan kann keine Verbindung hergestellt werden, habe ich mir schon gedacht. Nochmal versuchen. Wird wieder hergestellt. Dann mache ich den nämlich auf. Wartet, nicht auf WLAN, dann mache ich den nämlich auf ganz normal auf meinem Dings, dann dürfte das klappen. So, wir warten noch ein paar Minuten, dann geht es auch schon direkt los, was wir hier so vorhaben. Mal gucken, ob die hier auch gestartet sind. Jawohl, da ist auch schon gestartet. Sonst alles ist hier gut, sagt der Jeffrey. Ihr müsst so ein bisschen Rücksicht nehmen. Weil ich habe jetzt im Moment tatsächlich 1, 2, 3, 4 Sachen gleichzeitig am Laufen, damit ich weiß, was ihr geschrieben habt. Hier auf den kleinen Monitoren, hier auf den Handys, ist ganz schlecht eigentlich abzulesen. Aber ich kann das ja hier auch ablesen. Jeffrey hat mir gerade bestätigt, dass Ton und so alles gut ist. Du bewegst dich mit Verzögerung, hast du schlechte Internetverbindungen? Ja, habe ich gerade versucht wegzumachen. Mit Live ist immer schlecht, wenn's. Jetzt müsste man nur wissen, bei welchem das so ist. Moment, ich gehe mal hier auch eben rein und gucke mal, was hier ist. Ja, hier dürfte das eigentlich gut sein. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn alles passt und alles stimmt, können wir gleich loslegen. Es gibt schon Busse mit 5 Türen. Ja, aber das ist jetzt nicht unser Thema, Leute. Unser Thema ist jetzt kein Frage- und Antwortspiel. Ich möchte euch gleich, wenn ich soweit bin, Infos geben. Morgen. So, jetzt dürfte alles eigentlich stimmen. Ja, so wie es aussieht. Ja. So, dann fangen wir mal offiziell an. Ich merke schon, wenn ich so 2 verschiedene Kanäle live gehe, auf dem anderen sind 59 und hier sind gerade mal 2, 3. Ist im Prinzip gleiche Publikum, aber ich habe mir gedacht, wenn jemand tatsächlich nur für Busfahren, für Busführerschein und so sich interessiert, und das ist ja meistens auf dem anderen Kanal, auf dem Busfahrschulkanal. Ich hätte natürlich auch auf dem Busfahrschulkanal live gehen können. Allerdings habe ich da die Befürchtung dann gehabt, dass nur 3, 4, 5 Männekes dann da sind, weil der Haupt-Account ist eben halt immer noch hier, der hier, Busfahrschule OE, ist der zweite Account. So, dann begrüße ich jetzt erstmal diejenigen, die jetzt da sind. Erstmal herzlich willkommen, guten Morgen, muss man ja schon fast Mittag sagen. Draußen wird auch schon wieder richtig warm. Und trotzdem danke, 64 Leute, die jetzt gleichzeitig hier zuschauen, das ist sehr gut. So, Thema hatte ich ja gesagt, Schnuppertag bei Ferienreisen. Ich habe mir überlegt, die Idee hatte ich ja auch schon vor ein paar Tagen schon gehabt, die Idee, dass ich mal so einen Schnuppertag mache für diejenigen, die Busfahrer werden wollen, ne? Aber bis jetzt noch nicht das Gefühl im Tal für so ein großes Teil. Wie ist es zu fahren? Wie kann man es lenken? Was ist das für ein Gefühl, wenn man mal hinterm Steuer sitzt, hinterm Lenkrad sitzt? Um euch das eben halt näher zu bringen, habe ich das mal versucht in die Wege zu leiten. Ein anderer Kollege, der hat entweder das schon gesehen, damals schon, oder
keine Ahnung, der hat sowas Ähnliches versucht. Ja, ich weiß nicht, ob es angekommen ist bei den Leuten. Da durfte, glaube ich, auch ein 16-, 17-Jähriger fahren und so, allerdings nur auf dem Gelände. Bei uns ist das anders. Bei uns wird das anders sein. Und zwar werde ich euch gleich erstmal Infos darüber geben, wie ich das plane. Und dann im Anschluss können wir dann im Chat rausfinden, ob es bei euch ankommt, ob ihr das überhaupt machen wollt. Ich muss ein bisschen, ich rede schon die ganze Zeit. So. Und zwar, die Idee ist folgendes. Ihr müsst auf jeden Fall 18 sein. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Ihr müsst im Klasse B schon haben. Ein Jahr wäre gut, wer ein paar Monate erst hat, auch gut, aber ein Jahr setze ich mal voraus, dass jemand, der gerne mal so einen Schnuppertag hier bei uns machen möchte, selbst fahren möchte. Der Schnuppertag ist natürlich für alle. Ihr könnt natürlich kommen in Verbindung mit Fantreff, in Verbindung mit hier meinen ganzen Sachen, was ich hier habe, Autogrammkarten. Diese Tassen und diverse Sachen, was ich im Online-Shop anbiete, könnt ihr natürlich an diesem Tag bei mir entweder direkt bar kaufen, dann wird euch das verschickt, oder ihr kriegt einen QR-Code, einen Rabattcode, mit dem ihr dann im Online-Shop für ganz wenig Geld, eigentlich für den Einkaufspreis, kaufen. Das mal nebenbei. So, jetzt geht es weiter für die Busfahrer. Die Busfahrer werden wollen. Ihr müsst dieses Gefühl haben, ich möchte jetzt Busfahrer werden. Entweder Quereinsteiger oder ihr macht eine Ausbildung. Bei uns kann man auch Ausbildung machen, wie bei Fehlingreisen. Einen Auszubildenden haben wir jetzt gerade auch wieder neu eingestellt. Im August fängt der an, wird voll finanziert, kriegt natürlich seine Ausbildungsvergütung. Und da muss man auch nicht 23, 24 sein. Wenn man 18, 19 ist, kann man da schon anfangen. Und bis man fertig ist, hat man seine 21 Jahre. Man kann aber auch schon mit 18, 19 innerhalb 50 Kilometer Linie schon fahren. Ist das nicht toll? Und wenn ihr jetzt gerade aus der Schule seid und ihr wisst gar nicht, was zu tun ist, werdet Busfahrer, Leute. Busfahrer werden in ganz Deutschland immer noch gesucht. 80.000 waren es vor einem Jahr. Jetzt sind es vielleicht noch 70.000, weil die 10.000 jetzt Busfahrer geworden sind. Viele haben gesagt, ja, wegen dir bin ich Busfahrer geworden. Du hast uns inspiriert, Busfahrer zu werden. Da freue ich mich natürlich drauf. Und jetzt durch diese Werbung, die wir hinter dem Bus jetzt hier bei uns bei Fehlingreisen haben, werdet Busfahrer Seite an Seite bei Fehlingreisen mit Mehmet OE. Da könnt ihr natürlich, sind dann viele hinzugekommen. Wir kriegen jetzt nächsten Monat 5 oder 6 neue Busfahrer von Fahrschule Europa auch ausgebildet, die dann rübergekommen sind, die dann bei uns eben halt erstmal dieses Praktikum machen und anschließend hoffen wir, dass sie bei uns unterschreiben und fest fahren. So, jetzt wieder weiter zu unserem Thema. Also 18 Jahre auf jeden Fall, Führerschein haben. Ja, körperlich, geistig, das ist ja auch Voraussetzung, wenn man einen Busführerschein macht. Das ist, wie gesagt, Voraussetzung. Man muss zum Arzt, ob alles in Ordnung ist, psychisch, seelisch, körperlich. Dann ist auch eine Voraussetzung und dann kann man ja den Busführerschein machen. Bei unserem Schnuppertag, wie gesagt, wenn ihr euch das zutraut und ihr gerne Busfahrer werden wollt und mal einen eigenen, den Bus von Fahrschule Europa, den kriegen wir gestellt, samt Önder, dem Inhaber der Fahrschule Europa und oder einen von seinen Fahrern, der ist dann vor Ort und jetzt haltet euch fest. Ihr dürft sogar auf der Straße fahren. Nicht nur auf dem Betriebshof, dafür müsste man doch schon ein bisschen Erfahrung haben. Ich weiß auch noch nicht, auf welchem Betriebshof wir das machen, wenn wir es überhaupt machen. Deswegen ist diese Vorab-Info erstmal für euch, damit wir sowas planen können. Dann könnt ihr auf der Straße ganz normal mit dem Fahrlehrer, vorher natürlich Einweisung, Bus,
wo Lenkrad, Schalter, Knöpfe und ist auch eine Automatik, ist ein Setra, ein Linienbus, kann man sagen, ja, so ein Halblinienbus, der ist ja, den haben die aus Schweden, glaube ich, geholt, so viel ich weiß. Mit dem dann eine Runde um den Block im Tal fahren, um dieses Gefühl zu haben, wie ist das, wenn man mit einem Bus fährt. Und wenn ihr dann dieses Gefühl habt, ihr kommt wieder und ihr seid richtig fasziniert davon, dann könnt ihr natürlich euch anmelden bei Fahrschule Europa. Die nehmen euch gern an. Und die haben ja 10 Standorte im Raum bei uns hier in Dortmunder Raum, Unna Raum. Was nützt mir das aber, wenn einer jetzt von Hamburg kommt und hier für Fahrschule sich bewirbt? Nein, ist aber auch nicht schlimm. Ihr könnt natürlich hier bei uns erstmal gucken, wie ist das für ein Gefühl. Dann könnt ihr in dem Ort, wo eine Fahrschule gibt, euch natürlich anmelden. Dann, wenn ihr euch angemeldet habt und ihr habt den Busführerschein irgendwann mal geschafft, dann braucht ihr gar nicht lange suchen, wo soll ich denn arbeiten? Ferienreisen nimmt euch auf jeden Fall. Ist das ein Angebot? Ist das ein Deal? Also, das ist mir so durch den Kopf gegangen, wenn wir so den Beruf des Busfahrers im Tal so ein bisschen schmackhafter machen, dass ihr so ein Gefühl eben halt damit habt, was ist das für ein Gefühl, so einen großen Bus mal zu lenken. Wenn ihr diese Voraussetzungen alle erfüllt, habe ich jetzt natürlich auch Voraussetzungen, damit ich weiter planen kann, damit wir weiter planen können. Ich hänge ja nicht nur alleine da rum. Das muss alles organisiert werden, Fahrzeug muss organisiert werden, es muss Platz geschaffen werden auf dem Betriebshof. Um das alles zu organisieren, ob das Interesse überhaupt da ist, nicht, dass wir alles einladen, der Önder kommt mit seinem Bus dahin und es kommen nur 2, 3 Männekes. Und die wollen nur, sag ich mal, nur mich sehen, das bringt es ja auch nicht. Deswegen jetzt meine Bitte, ich gehe gleich zu euren Fragen ein, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, weil ich kann nicht da lesen und gleichzeitig, sonst verliere ich den Faden. Könnt ihr gleich alles fragen. Also das ist das, was ich voraussetze. Jeder kennt ja meine E-Mail-Adresse. Wer die noch nicht kennt, steht überall auf den Infoboxen, auf allen Kanälen drauf. Mehmet, ja, .oe, yahoo@yahoo.com. Ja, so könnt ihr mich erreichen. Und zwar könnt ihr da einfach so ein formlos einfach reinschreiben: Name, Alter, seit wann Führerschein besitzt, welchen Führerschein besitzt. Es muss ja nicht nur einer sein, der gerade 18 ist. Es kann ja auch welche sein, die schon Klasse C oder Klasse 2 damals LKW-Führerschein haben, aber eben den Fahrgastbeförderungsschein nicht haben. Die können sich dann natürlich auch hier melden, um auch mal ein Gefühl zu haben, wie ist es, mit einem Bus zu fahren. Also Alter, wie lange Führerschein, welchen Führerschein, von wo ihr kommen würdet und warum Interesse Bus. Einfach nur formlos das schicken. Und auf die Daten braucht ihr keine Angst haben, die werden nicht weitergegeben, eure Daten oder so. Es ist nur für das Organisatorische, damit wir organisieren können, wie viele Leute haben überhaupt Interesse. Wenn das dann der Fall ist und ich habe eine gewisse Zahl, ich selber habe mir gedacht, 10 Minimum, was darüber hinaus ist. Okay, aber 10 müssten wir schon haben, richtige originale Bewerber, die tatsächlich auch an diesem Tag da sind. Und dann auch mit dem Bus fahren, selbstständig fahren, mit einem Fahrlehrer daneben. Vielleicht bin ich auch noch mit dabei. Mal schauen, wie das Organisatorische ist. Das ist im Moment das, was ich loswerden wollte. Natürlich muss das alles organisiert werden, dass alles reibungslos klappt. So, jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, können wir gleich mal gucken. Da kann ich mal hier ablesen. Dann tue ich die Kamera mal auf der Seite. Und schauen mal, wie es dann weitergeht. Okay? So, mal gucken. Oh, ihr habt ja schon so viel geschrieben. Der Jeffrey, der ist ja wieder voll hier. Ich glaube, den anderen, den mache ich, glaube ich, ganz weg. Da sind gar keine Zuschauer, glaube ich. So wird auch gesagt. Moment, ich gucke mal auf dem anderen Kanal, ob der überhaupt läuft. Zack.
Der läuft noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung warum. Der hat noch gar nicht angefangen. Okay. Der läuft aber auf jeden Fall. Gut, den lasse ich mal hier nebenbei noch laufen. Da tue ich die Kamera jetzt mal hier vorne hin. Da kann ich besser ablesen. Sorry, Leute. So. Aber 50 Leute sind hier auf jeden Fall noch mit dabei. Auf dem anderen muss ich gleich mal gucken, was da los ist. Auf jeden Fall, die 50, die hier sind, die kriegen diese Infos. So, jetzt gucken wir mal. Busfahrerschule. Bei mir wird kein Stream auf Busfahrerschule angezeigt. Ah, das wusste ich gar nicht. Dann sind alle wohl hier rüber gekommen. Ist, glaube ich, auch besser so. Okay, dann machen wir den ja auch komplett aus. Gut. Den lassen wir ganz weg. Kann ich ja nachher löschen. Ist ja kein Problem. Den tun wir mal zur Seite. Dann konzentrieren wir uns nur darauf. War so eine Idee, damit eben halt jeder es mitbekommt, was ich hier so vorhabe. So, jetzt konzentrieren wir uns dann eben halt nur auf das eine. So, jetzt gucken wir mal, wo wird es angekündigt? Also, wenn es angekündigt wird, dann von mir. Überall, wo ich vertreten bin, entweder hier auf den YouTube-Channel oder auf Insta oder so. Vielleicht, wenn tatsächlich es so einen schönen großen Event geben sollte, vielleicht auch Zeitung, wer weiß, vielleicht kommt jemand von der Presse, um das eben halt festzuhalten, dass wir wirklich was für die Busfahrer tun, damit wir Busfahrer bekommen. So, habt ihr noch Fragen jetzt zu diesem Thema, zu dem Ablauf oder so? Dieser Stream kann man ja hinterher auf Busfahrschule hochladen. Genau, Jeffrey, das mache ich. So, ich warte auf ein paar Antworten oder so. Und dieses T-Shirt, was ich hier anhabe, hier oder auch zum Beispiel, wenn ihr Busspotter seid. Ja, ich bin Busspotter. Seht ihr, da ist das Etikett sogar noch dran, ist noch neu. Die werde ich dann auch da haben. Dann könnt ihr euch das angucken, Material und es dann natürlich bestellen. Bin zwar erst drin, möchte aber später Busfahrer werden. Ja, Jamie779, schön, aber du hast noch ein bisschen Zeit. Wichtig ist jetzt, dass welche jetzt was fragen, die tatsächlich daran interessiert sind, mal selbst den Bus zu fahren und auch später Busfahrer werden wollen oder als Quereinsteiger, je nachdem. Was sagt er, ist es auch okay, wenn man schon in einer Ausbildung ist, in seinem Bereich, aber trotzdem mal vorbeischauen kann? Ja, das kannst du auch machen natürlich. Der Flixbus, der hat das gerade gefragt. Es ist jeder eingeladen. Es geht mir nur darum, Fahrschulwagen zu besorgen, Fahrlehrer zu besorgen, dass auch genug welche da sind und nicht der Fahrlehrer, der umsonst da ankommt und es passiert nichts. Und die anderen wollen eben halt nur gucken oder Autogrammkarten oder je nachdem. Wie gesagt, 10 feste Fahrer, die gerne mit dem Bus fahren wollen. Und die am besten auch noch im Raum hier von uns in Dortmunder Raum hier, Unna Raum, Werne, Bergkamen sind, die auch damit kein Problem haben, wenn sie mal bei uns anfangen, eben halt hier bei uns zu fahren. Hammer, ich komme aus dem Kreis Gütersloh. Ja, Gütersloh ist auch nicht weit. Kannst gern vorbeikommen, wenn es stattfindet. Wie gesagt, ich warte dann später auf den E-Mails, auf die Anmeldungen. Ne, einfach mal anmelden, dass ihr da Lust drauf habt und dann kann ich nämlich weiter planen. Ich bin nicht bei mir, hat das Unternehmen, wo ich was sagt er, mich für eine Ausbildung als Busfahrer beworben, habe bis heute nicht geantwortet. Mich seit über 2 Monaten beworben. Ja, vielleicht haben die schon welche gehabt, die schon, vielleicht ist der Ausbildungsplatz ja vorbei. Am besten nochmal anrufen, nochmal hinschreiben. Der Jeffrey, der blendet da gerade hier meine E-Mail-Adresse ein. Genau, danke Jeffrey dafür. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich mache. Dich lade ich natürlich dann zu diesem Event auch ein. Dann lernen die Leute dich auch kennen, wenn du magst. So, hat noch jemand Fragen? Was steht da? Markus,
Komm mal bitte nach Mittweida. Markus, das hast du vorhin schon gefragt. Thema ist jetzt nicht, wohin ich komme, oder Busse oder so. Thema ist jetzt Busfahren selbst, Schnuppertag bei Fehlingreisen. Ja, der 95, der ist jetzt nicht mehr, dafür gibt es jetzt zwei Karten. Der 95, der ist aufgehoben, wird jetzt nicht mehr eingetragen in den Führerschein, Thomas. Ich möchte gern fahren. Was steht da? Leon Schumacher. Ich möchte gern fahren. Ich komme aus Dorsten und ich mache ab August eine Ausbildung zum Busfahren in Haltern. Ja, Leon, bewerb dich einfach mal da, wo der Jeffrey da gerade gesagt hat. Und wie gesagt, wenn ich 10 Leute habe, dann können wir das natürlich machen mit einem schönen großen Event. Auch natürlich mit Live und sowas alles. Also ich stelle mir das gut vor, aber das muss organisiert werden. Der Max fragt, ist das in Werne oder in Bergkamm? Sind wir uns noch nicht einig, aber ich persönlich tendiere für Bergkamm, weil man da eben halt rausfahren und reinfahren kann, obwohl die Fahrschule Klepp ja direkt bei uns Nachbar ist. Die würden dann auch komisch gucken, wenn auf einmal Fahrschule Europa dann auftaucht. Aber die sind bis jetzt noch nicht an mich rangetreten. Die sehen mich jeden Tag. Die sehen, wenn ich mit dem Bus komme, die sehen, wenn ich da Aufnahmen mache. Keiner von denen ist mal rausgekommen und hat mal gesagt, ey Kollege, oi, können wir nicht auch mal zusammen irgendwie was auf die Beine stellen oder so? Ich mache alles in Eigenregie und ich arbeite ja schon eine ganze Zeit lang mit Fahrschule Europa. Mit denen haben wir ja schon einige Videos und so gedreht. Deswegen, also ich tendiere vom Ablauf her, wie man mit dem Bus dann reinfährt, dann wieder rausfährt und so, Bergkamm. Weil Werne, um den ganzen Block da rumzufahren, die eine Ecke, die ist da richtig schmal. Wir als erfahrene Busfahrer haben da sogar manchmal unsere Probleme. Leute, ich gebe jetzt ja keinen Fahrschulunterricht. Da fragt gerade der Jamie, muss ich an einen Halte? Muss ohne Warnblinkanzeichen rechts blinken. Habe ich auch schon alles erzählt, gehört jetzt nicht zu diesem Thema, was wir jetzt hier haben. Heute ist immer noch Schnuppertag. Werne ist sehr eng. Genau, Max. Deswegen habe ich vor, wenn wir das machen sollten. Es steht ja auch noch nicht fest, ob es stattfindet. Wie gesagt, die Voraussetzungen habe ich gerade erklärt. Für diejenigen, die gerade hinzugekommen sind und es noch nicht mitbekommen haben. 18 müsst ihr sein, im Besitz eines Pkw-Führerscheins Klasse B sein oder anderes, entweder ein Lkw-Führerschein oder 16-Sitzer oder so. Ihr fahrt dann mit einem Fahrlehrer um den Block auf der Straße nach vorheriger Anweisung. Welche Tag würde es stattfinden? Ja, ich bin ja noch am Überlegen, am Gucken, wie viel überhaupt teilnehmen. Fahrern wohlgemerkt. Die anderen, wie viel dann kommen oder nicht kommen, das ist egal. Auf jeden Fall brauche ich 10 feste Fahrer, die selbst fahren möchten und die im Gedanken spielen, Busführerschein zu machen, Busfahrer zu werden. Nicht aus Spaß und Dollerei, ich komme jetzt mal dahin und fahre ein bisschen eine Runde und gut, dafür ist die Zeit und alles viel zu kostbar, viel zu schade, Leute. Genau, E-Mail zur Anmeldung hat der Jeffrey gerade auch noch mal. Läuft über mich, die Firma Fehlingreisen, mein Arbeitgeber, hat im Moment mit dieser Geschichte, was ich jetzt mache, nichts zu tun, ist aber schon eingeweiht. Er ist bereit dafür, uns den Platz zu stellen. Er selber vielleicht ist auch da. Ich habe das organisiert schon mit dem Önder, dem Fahrschulinhaber Fahrschule Europa. Vom gesetzlichen Lage her, Gesetzeslage her, ist es erlaubt, wenn ein Fahrlehrer dabei ist, dass der Fahrschüler, Fahranwärter eben halt einmal um den Block oder 2 Runden fahren darf. Selbstständig fahren darf. Ja, Thomas, die Idee ist gut. Warum habe ich diese Idee? Um eben halt noch mehr Busfahrer zu aktivieren, Busfahrer zu werden, weil nicht nur Fehlingreisen sucht Busfahrer, in der ganzen Umgebung, ganze Branche, ganz Bundesrepublik fehlt es an allen Ecken an Bus- und Lkw-Fahrer. Die Lkw-Fahrer darf man natürlich hier nicht außer Tracht ziehen, aber da ich eben halt einen Busbetrieb habe,
Betrieb habe, sage ich schon, einen Busbetrieb zur Verfügung habe, die sowas dann herstellt und wo ich dann selber eben halt fahre. Ich habe auch Klasse 2, beziehungsweise damals hieß es Klasse 2, jetzt ja C, dürfte auch ein 40-Tonner fahren und so. Aber im Moment dreht sich alles hier bei uns um Bus. Ja, das ist im Prinzip das, was ich loswerden wollte. Wie lange haben wir jetzt schon? Eine halbe Stunde haben wir jetzt schon gemacht. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder den Ablauf oder so, könnt ihr gerne hier nochmal stellen. Ich warte noch ein paar Minütchen und dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste gesagt. So, was sagt der Jeffrey? Und wer den Pkw-Schein hat und gerne mal Bus fahren will, sollte so ein Angebot annehmen, um zu schauen, ob der Beruf für einen was ist. Genau, Jeffrey. Das ist auch der Grund, warum ich das, die Idee vorhabe, um eben halt zu sehen, ist die Bezahlung gut? Da geht es nämlich schon los. Also die Frage, ob die Bezahlung gut ist, die erübrigt sich eigentlich von selbst. Es muss euch Spaß machen, Leute. Ihr müsst an der Sache Spaß haben. Ihr müsst eben halt das Gefühl haben, der Beruf liegt mir, der Beruf macht mir Spaß. Es wird viel getan. Mittlerweile haben wir fast an die 15 Euro hier bei uns, bei Fehlingreisen. NRW wohlgemerkt, Fehlingreisen zahlt auch den Tarif, ja, und nicht wie andere Unternehmer, vielleicht noch untertariflich und sowas alles. Die Dienste, okay, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen, aber wenn viele Busfahrer dann da sind, kann man die Dienste auch natürlich so gestalten, dass jeder zufrieden ist. Was nützt das einem, wenn keine Fahrer da sind? Die Dienste sind zwar da, der Dienstplan ist da, aber einer muss dann für zwei fahren oder hat Leerlauf und solche Geschichten. Dienstpläne ist wieder eine Sache für sich. Genau, Jeffrey beantwortet da auch schon. Jeder hat eine eigene Vorstellung über Bezahlen. Dann müsste ich ja verhungern oder verhungert sein. Ich mache das schon seit 25 Jahren. Jetzt schon bin ich Busfahrer und habe nie geklagt, oh, ich kriege zu wenig Geld, ich kriege zu wenig Geld. Wer arbeiten will, der nicht ständig krank ist, der ständig auf Arbeit pünktlich und sowas ist, der macht seinen Job gerne. Das merkt man, das sieht man. Und dementsprechend interessiert ihm das gar nicht, ob er jetzt an einem Tag 8 Stunden fährt oder ob er 4 Stunden gefahren ist. Die meisten, die eine Woche, sage ich mal, einen Dienst haben, wo nur 6 Stunden gefahren sind, die sind dann sofort am Klagen, oh, wie soll ich denn zurechtkommen am Monatsende? Genau, Stichpunkt ist ja Monatsende. Kann sein, dass du den nächste Woche vielleicht einen 9-Stunden-Dienst oder einen 8-Stunden-Dienst fährst, dann gleicht sich das, was du vielleicht eine Woche vorher 4 Stunden weniger gehabt hast, aus, so dass jeder auf seine, ich glaube, 170 Stunden haben wir auf jeden Fall, die da sind. Man kommt dann schon auf seine 1,6, 1,7, 1,8, 2, ja. So, habt ihr noch Fragen? Ich gucke noch mal durch, ob noch was ist, aber sieht, glaube ich, so. Was sagt der Markus? Jeffrey, danke, dass auch du deine Zeit für uns zur Verfügung. Ja, genau, Jeffrey, siehst du, da kriegst du auch mal ein Lob von der Community. Von mir kriegst du den ja am laufenden Band. Ja, ich glaube, Interesse ist da. Ich merke das. 51 Leute sind gerade noch da. Aber ein paar davon, wie gesagt, richtig Interessente, die schreiben dann auch. Ja, der Max sagt, manchmal fahren die Busfahrer jeden Tag den gleichen Dienst. Das ist natürlich das Schönste, wenn das gut aufgeteilt ist, dass jeder auf seine 170, 180 Stunden kommt, egal ob er den ganzen Tag nur den gleichen Dienst fährt oder einen geteilten Dienst fährt, einen Früh- oder einen Spät. Das kann man sich eben halt nicht aussuchen, Leute. Ne? Das kann man sich eben halt nicht aussuchen. Oh, Stream beenden? Nein. Ich habe da gerade X gesehen. Da stand dann, wollen Sie den Stream beenden? Nein. Ich wollte dann nur was wegmachen. Ja, und dann kann man auch ruhig den ganzen Tag den gleichen Dienst fahren, jede Woche. Wird erster Stream mit dir. Wie geht's denn? Erster Stream mit dir, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit so viel Lob. Oh, Jeffrey, du kriegst noch mehr Lob. So, ich glaube, es sind keine Fragen mehr da. Ein paar springen jetzt auch schon ab. Ich glaube, das Nötigste habe ich gesagt, erzählt. Jetzt warte ich eben halt noch auf Anmeldungen.
Könnt ihr jederzeit machen. Ich gebe euch mal so eine Frist in eine Woche. In einer Woche müsst ihr euch schon entschieden haben. Das Video werden sich dann später natürlich auch andere Leute im Nachhinein anschauen. Auf Busfahrschule OE lade ich das auch nochmal hoch. Ist ja der gleiche Stream. Und dann könnt ihr immer noch mir schreiben, wer daran teilnehmen möchte. Ja, in diesem Sinne, habt noch einen sehr schönen Tag, einen sonnigen Tag. Draußen ist richtig warm. Man sieht sich dann wieder auf den nächsten Videos. Ich mache gleich natürlich auch, ich kann euch jetzt schon mal sagen, was anliegt. Habe ich mir gerade schon aufgeschrieben. Für nächste Woche würde ich dann empfehlen: Bad Hersfeld, Heidelberg, Bocholt und Dinslaken, Update Wagen 30 und Monheim. Monheim, wisst ihr vielleicht, dieses, wie heißt das, autonomische Fahren? Da ist so ein Kleinbus, der fährt dann selbstständig immer um den Kreis und befördert Fahrgäste ohne Fahrer. Ja, könnt ihr euch gleich aussuchen. Im Anschluss hiernach mache ich das fertig. Kreuzt an, was ihr als erstes, als nächstes Sonntag sehen wollt. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis nächstes Mal. Bleibt mir weiter treu. Meldet euch an, damit wir so ein Event auf die Füße, auf die Beine stellen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. In diesem Sinne, macht's gut, euer Mehmet Uğur. Ciao, Leute.